Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi war letztens nämlich im Lidl und da hat sie Burger entdeckt und ihr kennt mich ja, Burger, da kann ich nicht Nein sagen, ne? Ich sehe gerade, das ist alles dasselbe, 100% Beef, 210 Gramm. Aber die Burger aus dem Lidl fand ich ganz speziell, ganz besonders. Ihr kennt alle diese doppelten, eingeschweißten, mit nichts drauf. Die gönnt man sich, kalt, warm, wie auch immer, keine Ahnung, wer kalten Glühwein trinkt, der trinkt auch kalte Burger, isst, meine ich natürlich. Aber die aus dem Lidl sind was ganz Besonderes und da gibt es drei verschiedene, die wir entdeckt haben. Zwei habe ich aber bisher nur probiert. Ich möchte euch das mal kurz so zeigen, wie das hier aussieht. Und zwar ist es einmal der normale Classic Burger, dann ist es hier der Cheeseburger und dann ist das hier noch der leckere Barbecue Burger. Das sind drei Stück, jeweils ein einzelner, aber in so einer vakuumisierten Verpackung, die ihr so original in die Mikrowelle stellt und dann gibt es, wie am Anfang hoffentlich hörbar gewesen, einen Knall, einen Pups und dann, das ist ja luftdicht, ne, vakuumisiert, ihr wisst ja, ihr kennt euch ja alle aus. Das ist luftdicht verschlossen und weil sich das dann aufhitzt und die Luft nicht entweichen konnte, gibt es da eine Verpuffung. Zack, das ist Chemie und alles dabei. Und ihr habt das auch komplett außenrum verschlossen. Und ich finde die so genial, denn die schmecken einfach, wie wenn ihr euch bei McDonald's wirklich einen Burger bestellt, der dort frisch belegt ist, da eben auch noch was mit drauf ist. Ich meine, es steht hier jetzt, was steht hier denn da? Hamburger Brötchen, Schmelzkäsezubereitung, Röstzwiebeln, Burgersoße, Tomatenketchup, Soße, Burger Patty aus zum Teil fein zerkleinertem Rindfleisch. Und nochmal Hamburger Brötchen. Ihr seht extra, wie das hier zusammengestellt ist. Die anderen haben natürlich auch noch andere Bestandteile mit dabei. Salz, Dill, Gurken oder so, Senfsoße, Ketchupsoße. Die normalen aus der Verpackung, diese eingeschweißten, doppelten, da ist halt nichts drauf, gar nichts. Aber hier so mit Röstzwiebeln, Gürkchen dabei, verschiedene Soßen, verschiedenes hin und her. Und die finde ich eigentlich richtig genial, richtig lecker. Das einzige Problem ist immer, wenn ich die öffnen will, ich schaffe es nicht, die zu öffnen. Beziehungsweise, okay, das ist ja hier alles Folie, ihr müsst links und rechts unter die Folie greifen. Hey, das geht ja heute richtig gut und müsst dann an beiden Ecken und Kanten alles hochziehen. Und darin ist dann euer Burger. Guckt euch das an. Hier ist jetzt der Burger drin. Hier ist noch so, keine Ahnung, ein Alufolien-Dings. Und wenn wir den rumdrehen, haben wir das Ganze unten auch. Der wird also in diesen Beutel gefangen, mit Pappe ummantelt und hat nochmal beim Erhitzen und sonst was, dass der halt, weiß ich nicht, richtig, richtig schön saftig und richtig schön lecker wird. Sieht jetzt zwar nicht so genial aus, hier dampft er, ne? Ist auf jeden Fall fettig, die Röstzwiebeln hier mit bei, der Käse ist überall zerlaufen. Wir machen jetzt die anderen zwei aber auch mal auf, der Barbecue Burger, den hatte ich nämlich jetzt noch nicht. Den machen wir auch mal auf. Gucken, ob wir das auch so gut hinkriegen. Barbecue Burger einfach aufgerissen. Da hängen die Gurken schon raus aus der Seite. So viel Verpackung, so viel Verschleiß für einen Burger. Das muss sein. Aber ich finde, das lohnt sich. Ich finde, die schmecken einfach richtig gut. Ne? Wenn ihr die gegessen habt, ihr werdet nie wieder dieses Doppelpack mit den eingeschweißten ohne was drauf essen wollen. Weil die euch einfach ein ganz anderes Feeling hier geben. Wir legen sie jetzt nochmal nebeneinander. Der Adi ist auch schon wieder am Start. Und jetzt kann ich euch nochmal zeigen. So gesehen macht das eigentlich keinen Unterschied. Ihr habt also den Classic Burger, ihr habt den Barbecue Burger und ihr habt den Cheeseburger. Der einzige Unterschied ist dann halt der Belag ein bisschen, dass hier also diese Röstzwiebeln mit drauf sind. Hier sollte Barbecue-Soße mit drauf sein, Senfsoße, hier Dillgurken, die an der Seite rumfliegen. Ihr habt hier den Cheeseburger, auch mit Dillgurken, Ketchup-Soße, Senfsoße. Alles drei wunderbar, finde ich alles richtig genial, wenn ich mir die so angucke.
sind jetzt noch ein bisschen heiß. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier abkühlen lassen, beziehungsweise mit dem ersten dann mal versuchen anzufangen. Der erste war nämlich der Classic Burger. Ihr wisst, Classic Burger. Jetzt muss ich sagen, Classic Burger natürlich ohne Käse, weil Cheeseburger mit Käse, aber im Classic Burger ist doch auch Käse mit drauf. Nur dass bei dem Classic auch die Röstzwiebeln mit drauf sind. Guckt euch den an. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Beziehungsweise gut, es geht natürlich immer besser. Aber wir beißen mal rein, wir probieren den jetzt mal. Und das Fleisch. Ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht, aber das Fleisch ist so dünn. Aber schmeckt so prächtig, so genial. Bei den anderen habt ihr immer so eine dicke Fleischfrikadelle drauf, die halt wirklich nach alter Schuh schmeckt. Und ihr nur auf irgendwas Fleischigen rumkaut, dann meistens immer noch ein Stück Knorpel mit drin habt oder irgendwas. Hier, das hat so eine richtige Burgernote, schon alleine nur vom Fleisch her. Mit den Soßen dazu, mit dem Käse dazu, mit dem Brötchen dazu. Das schmeckt einfach wirklich wie ein Burger von einem Schnellrestaurant, den ihr so eingepackt bekommt. Und dieses Erlebnis für zu Hause feiere ich einfach mega. Der Classic Burger auf jeden Fall richtig genial. Zum Vergleich nehmen wir mal den Cheeseburger. Der Cheeseburger war ja der letzte. Dürfte ja eigentlich nicht so viel anders schmecken wie der Classic Burger. Wenn ihr da in das Fleisch und das Brot reinbeißt, ich habe nämlich gerade an den Zwiebeln vorbeigebissen, müsste das ja trotzdem alles dasselbe sein. Nur, dass hier noch Senfsoße mit drauf ist. Ja, da war Burgersoße, hier müsste Senf mit drauf sein, Senfsoße und Gürkchen. Gucken also mal beim Cheeseburger vorbei. Hier sieht man auch direkt die Gurke. Und auch der hat wieder so, er hat wieder so eine richtig kräftige Burgernote und schmeckt trotzdem durch diese kleinen Änderungen irgendwie anders als der Classic Burger. Ihr werdet erst denken, das ist kein Unterschied, aber es schmeckt trotzdem anders. Und auch, dass man die Gurke so schön rausschmeckt. Viele machen die Gurken einmal runter bei ihrem Big Mac oder sonst was. Hier rate ich euch, gönnt euch das so wie es ist. Finde ich genial. Einer fehlt noch. Das ist der Barbecue Burger. Den hatte ich letztens noch nicht. Da habe ich nur die zwei anderen gesehen. Beziehungsweise Pupsi hat nur die zwei anderen mitgebracht. Dann habe ich ja gesagt, dass sie so verdammt lecker waren. Deswegen hat sie gesagt, sie bringt mir noch mal welche mit. Guckt mal, was sie noch haben. Barbecue ist immer so eine Sache. Manchmal finde ich Barbecue ganz okay. Manchmal kann ich mit Barbecue auch gar nichts anfangen. Bin mal gespannt, wie sich das bei dem Burger jetzt hier outet. Da fliegen auch schon hier die Gurken raus. Und wenn ihr das dreht, fliegen hier auch die Gurken raus. Wir beißen einfach mal in eine Seite direkt, wo Gurken raushängen und hoffen, dass wir da ein bisschen Soße gleich mitbekommen. Nach der Gurke ist vor der Gurke, wie man sieht. Da kommt die nächste noch. Da fällt eine runter. Ich merke, die Gurken, das Fleisch, das Ketchup von der Barbecue-Soße habe ich gerade jetzt noch nichts gemerkt. Okay, die hat sie hier hinten versteckt. Ist ein bisschen dick, die Barbecue-Soße. Kommt mir eher vor wie Pudding, keine Ahnung von der Konsistenz. Hat einen leichten Touch von McRib, okay. Aber ich glaube, mir schmecken die anderen zwei trotzdem besser. Aber guckt euch das mal an, wie schön belegt der trotzdem ist. Das ist einfach nicht irgendein trockenes Gebambel. Da ist trotzdem einfach was drauf. Diese verschiedenen Geschmäcker zusammen. Und es gibt schon andere Sachen, wo ich probiert habe und gesagt habe, nee, das schmeckt mir gar nicht. Aber selbst der Barbecue-Burger hier ist genial, schmeckt gut. Mir gefallen die anderen trotzdem besser. Das ist aber reine Geschmackssache, dass ich eben Barbecue nicht so extrem feiere. Trotzdem passt es zum Burger. Ergänzt sich insgesamt. Finde ich auf jeden Fall richtig genial. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal im Lidl seid und die noch nicht kennt, probiert die mal aus. Oder kennt ihr die oder was sind eure Lieblingsburger? Wenn es mal schnell gehen muss und ihr euch welche kauft, wo nehmt ihr eure Burger her? Nehmt ihr so eingeschweißte, nehmt ihr von Rasslers vielleicht, ist ja auch ganz bekannt die Marke.
sind auch immer teuer. Oder nehmt ihr vielleicht hier solche sogar? Oder habt ihr diese Doppelpacks? Was nehmt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das auf jeden Fall genial. Die werde ich mir öfters holen. Einfach mal schnell und einfach zwischendurch Burger essen. Der Lifehack. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Boah, peace out. Vorhaut. Euer Ramses.